Das KRH, Klinikum Region Hannover. Mit einer Vielzahl von Akutkliniken und verschiedensten Einrichtungen der Gesundheitsversorgung bieten wir den Menschen in der gesamten Region Hannover nicht nur eine kompetente, wohnortnahe medizinische Grund- und Regelversorgung, vielmehr bieten wir dank verschiedener hochspezialisierter Leistungen modernste Spitzenmedizin nach internationalen Standards, die von überregionaler Bedeutung ist. Alle Einrichtungen im Klinikum Region Hannover arbeiten eng vernetzt miteinander zum Wohl unserer Patienten. Es spielt also keine Rolle, in welchem Haus sie behandelt werden. Die Spezialisten können jederzeit hinzugezogen werden. Das Klinikum Region Hannover ist mit seinen 8000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in und rund um Hannover und als solcher auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Niedersachsen. Herzlich willkommen im Klinikum Agnes Karl in Laatzen. Wunderschön am Rande des Naturschutzgebietes Leinemasch gelegen, steht unser Haus seit 1969 ganz im Dienste der Patienten, die zu uns kommen. Unser Haus ist geprägt von einer qualifizierten Behandlung und einem freundlichen Miteinander. Mit modernster, teils hochspezialisierter Medizin und liebevoller, individueller Zuwendung versorgen wir die Bevölkerung in der Region Hannover. Folgen Sie uns auf einen virtuellen Rundgang durch das Klinikum Agnes Karl Laatzen, das in interdisziplinärer Zusammenarbeit aller Fachabteilungen über ein ausdifferenziertes und spezialisiertes Leistungsspektrum verfügt. Lernen Sie die Menschen kennen, die tagtäglich für Ihre umfassende, professionelle medizinische und pflegerische Behandlung sorgen. Mit rund 1000 Eingriffen im Jahr ist die Schulterchirurgie der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin nicht nur ein wichtiger Schwerpunkt der Abteilung. Das behandelnde Team ist auch sehr erfahren auf diesem Gebiet. Die Arthroskopie des Hüftgelenks ist eine weitere Spezialisierung und ein hochmodernes Verfahren, mit dem viele Hüfterkrankungen ohne größeren Schnitt behandelt werden können. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt unserer Klinik ist der Ersatz und Austausch von künstlichen Knie- und Hüftgelenken. Unsere besondere Expertise in diesem Gebiet zeigt sich anhand unserer Zertifizierung als Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung. Ein Gütesiegel, welches sonst nur die größten orthopädischen Krankenhäuser und Universitätskliniken in Deutschland erreichen. Ganz besonders profitieren Spitzen-, Breiten- und Rehabilitationssportler vom Know-how der Klinik im Sportmedizinischen Zentrum, das seit 1997 Kooperationspartner der Medizinischen Hochschule Hannover ist. Die Erfahrungen aus der Betreuung der 200 Spitzenathleten des Olympiastützpunktes Hannover-Wolfsburg fließen unmittelbar in die therapeutische Begleitung im Breitensport ein. Die medizinische Klinik des Klinikums Agnes Karl Laatzen vereinigt die Schwerpunkte Gastroenterologie, Kardiologie, Angiologie und Palliativmedizin. Bei der Behandlung haben wir nicht nur die einzelne Erkrankung im Blick, vielmehr begleiten wir Sie, unsere Patientinnen und Patienten, ganzheitlich und umfassend. Dabei beziehen wir auch die behandelnden Haus- und Fachärzte mit ein. Ein wichtiges Spezialgebiet ist die Gastroenterologie, also die Behandlung aller Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie der Leber, der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse. In Diagnose und Therapie setzen wir dabei endoskopische Verfahren ein, die besonders schonend für unsere Patienten sind. Als Kooperationspartner des zertifizierten Darmkrebszentrums behandeln wir auch Tumorerkrankungen. Des Weiteren verfügen wir über einen Palliativbereich, der sich der Erhaltung und Förderung von Lebensqualität bei nicht heilbaren Erkrankungen widmet. In der Kardiologie und der Angiologie sind wir neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch auf Lungenkrankheiten und Gefäßerkrankungen spezialisiert. Für die schnelle und kompetente Akutversorgung bei Herzbeschwerden sind wir optimal vorbereitet. Treten unklare Brustschmerzen auf, steht in 24-stündiger Bereitschaft ein spezialisiertes Team in der Chest Pain Unit bereit, das anhand standardisierter Leitlinien Brustschmerzen abklärt. Eine sichere Diagnostik ist die Basis jeder Behandlung.
Unsere Radiologie verfügt hierzu über strahlungsarme, bildgebende Verfahren wie CT, MRT und Ultraschall. Durch innovative Teleradiologie sind wir mit anderen radiologischen Einrichtungen in den Krankenhäusern des Klinikums Region Hannover vernetzt, wodurch wir unseren Patienten einen 24-Stunden-Versorgungsservice bieten können. Die professionelle Pflege ist ein maßgeblicher Bestandteil unseres Therapiekonzeptes. Im freundlichen Miteinander und der persönlichen, respektvollen Begegnung mit Patienten, Angehörigen, Pflegenden, Ärzten und den weiteren beteiligten Berufsgruppen sind wir bemüht, ihre Bedürfnisse bestmöglich mit den Anforderungen des modernen Klinikalltags in Einklang zu bringen. Ganz im Sinne unserer Namensgeberin Agnes Karl leiten wir junge Menschen bei der Ausbildung zu Gesundheits- und Krankenpflegern an und sichern im Alltag mit den Patienten und im Unterricht eine berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung. Was wir unter dem Begriff der interdisziplinären Zusammenarbeit verstehen, lässt sich sehr gut am Beispiel Darmkrebszentrum darstellen. Bei der Behandlung der zweithäufigsten Krebserkrankungen in Deutschland ist ein umfassender Therapieansatz am erfolgversprechendsten. Daher arbeiten im Darmkrebszentrum am Klinikum Agnes Karl Spezialisten aus den verschiedenen Kliniken zusammen. In der sogenannten Tumorkonferenz wird wöchentlich jeder Fall vom Expertenteam aus den Fachabteilungen Chirurgie, Gastroenterologie, Hämatologie-Onkologie, Pathologie, Radiologie und Strahlentherapie besprochen. Gemeinsam wird auch die individuelle Behandlungsstrategie festgelegt. Die Therapieform ist dabei nur ein Teil des Gesamtkonzeptes. Die Früherkennung und Nachsorge sind ebenso wichtig wie die persönliche Beratung bei der Ernährung, die psychoonkologische Betreuung wie auch die enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten. Ist ein operativer Eingriff erforderlich, wird die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie eingebunden. Neben sämtlichen allgemeinchirurgischen Operationen sind die onkologische Chirurgie und Operationen am Dick- und Enddarm wichtige Spezialgebiete. Nach Möglichkeit wenden wir in solchen Operationen minimalinvasive Methoden an, die in der Regel deutlich schonender sind und eine rasche Genesung begünstigen. Im Klinikum Agnes Karl Laatzen ist die ganzheitliche Versorgung unserer Patienten ein wichtiger Aspekt. Dies kann sich dadurch zeigen, dass wir im Rahmen der Ernährungsberatung eine Mangel- oder Fehlernährung korrigieren. Das zeigt sich auch dann, wenn wir frühzeitig, bereits auf der Station, in Zusammenarbeit zwischen Pflege, Physio- und Psychotherapie unterschiedliche Therapiebereiche einbinden. Besonders unsere Physiotherapeuten machen sie nach einer Operation oder der Therapie wieder fit für den Alltag und unterstützen sie dabei, die Folgen eines Eingriffs abzumildern. Dies sowohl auf der Station als auch in ambulanter Betreuung. Die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin erbringt jährlich etwa 4.800 Anästhesieleistungen. Dadurch verfügen wir über einen reichen Erfahrungsschatz, der unseren Patienten ein hohes Maß an Sicherheit bringt. Alle Narkosen werden leitliniengerecht nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen durchgeführt. Die Anästhesisten begleiten sie bis hin zur postoperativen Schmerztherapie. Sie klären sie ausführlich über die Narkose auf und überwachen während dem Eingriff alle lebenswichtigen Körperfunktionen, unterstützt durch moderne Computertechnik. So wird die Tiefe der Narkose durch die Messung der Hirnströme überwacht. Diese Methode steht in Form des Überwachungsmonitors Narkotrend zur Verfügung, der als Projekt Narkosen nach Maß vom Niedersächsischen Sozialministerium gefördert wurde. Wir sind stolz darauf, Partnerklinik dieses Projektes zu sein. Das Team der Klinik für Neurologie behandelt in Diagnostik und Therapie organische Erkrankungen des Gehirns, des Rückenmarks, des peripheren Nervensystems und der Muskeln. Ein Schwerpunkt ist die Versorgung von Schlaganfallpatienten. In der sogenannten Stroke Unit wird mit Hilfe der Infusions- und Lysetherapie im akuten Stadium der Ausbreitung des Schlaganfalls entgegengewirkt und eine bestmögliche Rückbildung der Symptome unterstützt. Die Stroke Unit ist zertifiziert durch die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe und die Deutsche Schlaganfallgesellschaft. Eine Operation oder ein Klinikaufenthalt sind nicht immer einfach.
Viele Fragen und Sorgen beschäftigen unsere Patienten. Manchmal ist es wichtig, dass sie alleine sein können. Einen Ort der Besinnung und des Rückzugs bietet unser Raum der Stille. Seelsorge heißt, das persönliche Gespräch mit allen Patienten, die dies wünschen, anzunehmen, zuzuhören, zu begleiten und gedankliche Perspektiven zur Bewältigung der individuellen Situation jedes Einzelnen zu bieten. Unsere Seelsorger stehen Ihnen dafür gerne zur Verfügung. Das Klinikum Agnes Karl in Laatzen ist als Teil des Klinikum Region Hannover Partner einer großen Gemeinschaft zur medizinischen Versorgung der Menschen der Stadt und der Region Hannover. Ihre Gesundheit und Ihr persönliches Wohlbefinden sind tagtäglich unser Anliegen.